Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen.
Daira Tulmal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Du bist tot! Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Meine Güte, diese Teeblätter aus dem... Ja. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Thank you.
Ich muss sie loswerden. Noch eine Mauer, die das Volk von den Machthabenden trennt. Hoffentlich erwartet mich der Hafenmeister nicht bereits. Bei dem, was sie in seiner Werkstatt fand. Vor uns kann sich nichts verstecken. Schuldig zu sprechen. Hm. Sie sind wachsam. Flieg jetzt besser nicht dorthin. Hinfort mit dir. Geh woanders hin. Verhaltet euch ruhig. Wohin verschwinde ich? Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Los, Enkidu! Das Fluch über alle, ein lausiges Artefakt und niemand kann es finden. Dumme Hunde, das mag meinen Tod bedeuten, aber die erwischen es zuerst. Thank you.
Hey. Ein Moment. Ja! Schlecht getroffen. Ich falle besser nicht auf. Kong, ich habe gute... Wer da? Sag schon. Ich bin bewaffnet. Ich bin es nur. Ah, der kleine Fink kehrt ins Nest zurück. Mit leeren Händen. Hier ist sie doch. Damit solltest du im Hafen deine Waren bekommen. Ha, ich hab nie an dir gezweifelt. Komm, genießen wir eine Tasse, der Erinnerung wegen. Ich mach dir sogar deinen Lieblingstee. Was hast du herausgefunden? Wer steckt dahinter? Ein Mann namens Jawid. Er arbeitete für jemanden, der nach einem Artefakt sucht. Eine fremdländische Haarnadel. Sie scheint wichtig zu sein. Ich muss herausfinden, warum. Unbedingt. Du hast dich verändert, kleiner Fink. Oder sollte ich nur Fink sagen? Als wir uns zuletzt sahen, warst du ein Straßendieb. Und jetzt? Ich hoffe, du weißt, wonach du suchst. Manchmal ist es besser, den Dorn stecken zu lassen, um nicht zu verbluten. Und nun zu dem, was mir versprochen wurde. Eine Einladung zur Auktion. Die erhalten nur geachtete Gäste. Frag nicht, woher ich sie habe, außer du willst, dass ich dich anlüge. Mit dieser Schriftrolle kommst du hinein, ohne dich in eine meiner Kisten zu zwängen. Das war dein Plan. Viele ertrugen Schlimmeres, um ihr Ziel zu erreichen. Jemand Einflussreiches sucht nach der Haarnadel, doch sie ist ihm durch die Finger gerutscht. Nun ist die große Auktion die letzte Gelegenheit. Nichts weiter.
Roshan und Rivka warten sicher im Bruderschaftshaus auf mich.